Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und heute geht es in den wahrscheinlich krassesten Beachclub in ganz Thailand. Der Beachclub ist nämlich auf einem Boot und dort gibt es auch ein Restaurant und da gehen wir jetzt essen. So Freunde, wir haben wieder so einen geilen Bus für eine lange Fahrt, das ist echt top. Zu hinten rein, Leo? Kann ich machen, ja. So eine Dreiviertelstunde später sind wir endlich angekommen und jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt suchen wir unser Boot Shuttle. Und damit werden wir dann aufs große Boot gefahren. So Leute, wir sind jetzt am Hafen angekommen. Jetzt werden wir gleich zu unserer Yacht gebracht. Nee, Spaß, wir fahren nur mit so einem kleinen Boot. Keine Yacht diesmal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Yacht da hinten, die will ich. So, kleines Problem. Wir sind 45 Minuten lang in die falsche Richtung gefahren. Hier ist nämlich nur das Büro und nicht das Boot. Und jetzt müssen wir wieder 40 Minuten woanders hinfahren. Läuft, oder? So, Wahnsinn hier. Tja. Warum zeigt da dieses Office überhaupt an, wenn man da eh nichts machen kann? Vor allem, da stand ja Restaurant. Also ja, eben. Das ist doch verarscht. Und dann sind wir am anderen Ende der Insel. Am falschen Ende der Insel. Ja, was machen wir dann? Also, machen wir eine spontane Bootstour hier, oder was? Würde ich sagen. Ja. Jetzt trinken wir erst einmal eine Kokosnuss, würde ich sagen. Eine Kokosnuss? Jawohl. Da, mach ich nicht so. Ja, schau her. Die Hände drauf. So, wir wissen noch nicht, ob wir Lust haben, wieder 40 Minuten zu fahren zum anderen Boot. Deswegen haben wir uns erstmal eine Kokosnuss geholt. Ist schon leer, aber die schmeckt richtig gut. Und jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal was essen, oder? Ah, ich hab so Hunger. Und vielleicht kriegt man hier spontan irgendeinen Bootstrip. Hier stehen ja ganz viele Boote. Ja, eine Bootzeit, oder? Eine Bootszeit. Auf dem Brot. Eine Bootszeit auf dem Brot. Oder eine Bootbrotzeit. Eine Bootbrotzeit? Ja, eine Bootbrotzeit. Oder eine Brotbrotzeit. Dann würdest du ja das Brot im Boot. Dann würdest du das Boot im Brot essen. Nee, wir machen ja die Bootzeit auch auf dem Brot. Ach so, ich dachte, wir machen das Brot auf der Brotzeit. Brotzeit auf dem Brot ist ja langweilig, das kann jeder. Ja, Brotbrotzeit. Oder eine Brotbrotzeit. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker im Zoo. Brotzeit macht Brotzeit und Brot. Zum Zoo, genau. Okay, egal. Wir machen Ende. Macht keinen Sinn mehr. So Leute, lang dauert es nimmer. Dann gehört so eine Yacht mir. Es ist noch vor 4, deswegen gibt es jetzt kein Bier, sondern einen Aperol Spritz. Prost. Boah. Kann man machen, schmeckt gut. Alter, probier mal. War nicht ich mag das nicht. Ich mag so Zeug nicht. Was denn? Alter. Das Gefühl nur Alkohol. Hier gibt es mal wieder kein Trinkgeld. Die beiden Jungs haben einfach schon ihre Hauptspeise bekommen vor der Vorspeise. Aber ich habe jetzt auch meine Vorspeise Burrata. Es gibt nichts Geileres. Deswegen probiere ich das jetzt mal. Einen guten. Mhm. Oh ja, der ist echt gut. Der schmeckt auf jeden Fall gut. Vielleicht kriegen wir doch ein bisschen Trinkgeld. Mal schauen. So, die Hauptspeise kam natürlich auch viel zu früh bei mir. Aber das sieht echt gut aus. Hier Seafood Risotto. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Und ich hoffe, es gibt keine Lebensmittelvergiftung. Weil Fisch in Thailand ist immer ein bisschen schwierig. Oder Meeresfrüchte, eher gesagt. Du brauchst hier was. Ja, ich bin halt mutig. Ich hätte mal Bock auf Sushi. Also, einen guten. Ja, ich auch. Mhm. Hätte da vorne gegeben. Kann man machen. Das Essen war ganz gut, der Service war beschissen. Ein bisschen Trinkgeld haben sie bekommen. Und jetzt gehen wir jetzt nach Beach Club oder? Ne, wir gehen doch jetzt an den Banana Beach. Ja. Beach Club lohnt sich nicht mehr, ist zu spät, also doch kein Beach Club. Aber wir gehen jetzt an den Strand. Miau. Komm mal her. Komm. Ist das eine Gilbert? Ist der Gilbert, eindeutig. Ich weiß nicht, ich glaube, der will nicht gestreichelt werden. Ich glaube, der hat Angst, der Gilbert. 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 Hey, du musst ja auch Englisch sprechen, der spricht ja kein Deutsch. Hello, Gilbert. Sie aus Thailand. How are you? You want me to pet you? So, Freunde, wir sind jetzt bei Banana Beach und jetzt schaut euch das mal an, Alter. Hier geht's richtig steil runter. Ich glaube, man sieht es gerade richtig. Und da unten ist der Strand. Perfektes Schuhwerk an, würde ich sagen. Boah, sieht aus wie so ein Traumstrand. So, schön. Welcome to Banana Beach.
So, Freunde, jetzt geht's ins Meer. Servus. Servus. Was machst du da? Ich habe mir einfach wegen ins Wasser gestellt. Okay, einfach so? Einfach so. Okay. Das hat gar keinen Grund. Stell mich jetzt auch mal ins Wasser rein. Echt? Einfach so? Einfach so stell ich mich ins Wasser rein, ohne besonderen Grund. Ah, krass, okay. Muss aufpassen, ist ja klar, man sieht hier alles, ne? Ja, genau. Ey, die Toilette hier ist kaputt. Also Leute, an diesem ganzen verlassenen Strand hier muss man ins Wasser pinkeln, anders geht's gar nicht. Ein bisschen Angst hat man schon, ne, mit so einer 3.000 € Kameraausrüstung hier im Meer. Einen Spritzer Wasser und das Ding ist kaputt. So Leute, es läuft gerade, es wird warm unten rum. Aber was will man machen? Also, wo sonst? Das ist hier der einzige Ort, wo es möglich ist. Jetzt weiß ich, warum das Wasser hier so warm ist, weil hier alle reinpissen, weil es keine Toilette gibt. Das macht ja voll Sinn, Leute. Schon geil hier. Und gleich geht auch die Sonne unter. Da bin ich richtig gespannt auf diesen Sonnenuntergang hier am Strand. Das wird, glaube ich, traumhaft. Gehst du noch mal ins Wasser? Nee, ich wollte nur kurz mein Handy holen für eine Instagram-Story. Ach so, alles hier wird gefaked, ne? Ja, weil die Leute müssen ja den Eindruck bekommen, dass ich hier das hier gerade richtig genieße. Dabei bin ich die ganze Zeit nur am Handy. Ja, okay. Also, die Illusion muss schon gewahrt sein. Meine Frage an dich, ne? Warum bist du hier am Strand? Also, am Strand liegen und so weiter und chillen, das ist doch... Ja, wie ihr wisst, ich hasse es eigentlich am Strand, weil wenn man sich am Strand legt, ganz ehrlich, es ist so sandig, es macht keinen Sinn, es ist ungemütlich. Aber es ist hier ein versteckter Strand. Deswegen sieht es hier sehr schön aus, hier sind nicht so viele Menschen. Und vor allem, wir sitzen ja da oben an der Bar und es gibt eine Kokosnuss. Man sitzt gemütlich, von daher ist ja alles gut. Also kann sich auch ein Road to Billionaire das mal gönnen. Genau, auch jemand, der Milliardär werden will, kann sich mal an den Strand setzen. Solange er sich nicht auf den Strand legt mit dem Handtuch. Das geht gar nicht. Also wer sowas macht, der wird garantiert kein Milliardär. So viel dazu. Servus. Servus. Und wie ist es? Schön. Du willst nicht ins Wasser? Doch, ich gehe auch gleich mal. Ich habe jetzt gerade die Kokosnuss ausgetrunken. Ja, sehr zu empfehlen im Wasser. Ist sehr warm. Sehr warm? Haben mindestens 100 Leute reingepisst. Kannst du mir mal bitte die Kokosnuss reichen? Ich auch. Ah, so Leute, jetzt gibt's mal wieder eine Kokosnuss. Deswegen würde ich sagen, einen guten oder eher gesagt Prost. Es ist einfach so erfrischend. Eine frische Kokosnuss, kühl. Wer die Kokosnuss, wer die Kokosnuss geklaut? Die Affen rasen durch den Wald. Viele fragen mich immer, warum hast du denn keine Freundin? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Warum habe ich keine Freundin? Und das kann ich ganz einfach beantworten. Ich will noch keine Freundin. Ich sehe mich noch nicht in der Position, eine Freundin zu haben. Ich bin jung, ich habe noch nicht genug Geld. Und deswegen arbeite ich erst noch an mir selber. Und wenn ich irgendwann soweit bin und bereit bin für Frau und Kinder, dann ist es soweit. Aber eine Freundin, nur um eine Beziehung zu haben, finde ich irgendwie sinnlos. Wir checken jetzt gerade noch ein bisschen den Strand aus und ihr seht es schon da hinten, die Sonne geht langsam unter. Sieht jetzt echt immer, immer besser aus hier. So Freunde, es ist langsam wieder Zeit, um was zu essen. Deswegen geht es jetzt ins Sushi-Restaurant. Das sieht hier echt gut aus. Wir gehen jetzt für ca. 250 bis 300 Euro Sushi essen. Warum nicht? Man kann sich ja mal auch was gönnen. Und es geht schon wieder los, Freunde. Ich habe einen Bananenshake bestellt. Was gibt's? Einen Mango-Shake. Also hier gibt es auch wieder kein Trinkgeld. So, der Bananenshake ist da und jetzt haben wir einen kostenlosen Mango-Shake. Also wenn der jetzt nicht auf der Rechnung steht, der Mango-Shake, dann gibt es vielleicht doch Trinkgeld. Schmeckt gut. Der erste Teil der Bestellung ist da. Erstmal hier richtig schön Lachs-Sashimi. Richtig lecker. Und dann hier, was ist das? Philadelphia Roll? Keine Ahnung, ja, ich glaube schon. Kann man das mal ein wenig rüberstellen? Du bist fertig, oder? Wow, der Lachs ist ja richtig gut. Ja. Zergeht einem auf der Zunge, so muss es sein. So Freunde, die nächste Ladung ist auch da. Es sind noch nicht alle, wir haben 42 Nigiri bestellt. Und hier eine Rainbow Roll. Leute, jetzt noch mal alle, Alter. Aber ich glaube, es kommen noch welche. Wir haben 42 bestellt. Aber ohne Witz, ich finde es krass, wie schnell das Sushi weg ist. Kommen 250 Euro auf den Tisch und 2 Minuten später ist alles weg. Alles leer. Heftig. War richtig gut, ja. So, Leon, wie war das Essen? Essen war sehr gut, sehr günstig. Genau. Also quasi gut und günstig, oder? Gut und günstig war das Essen, genau. Und jetzt gehen wir heim. Ich muss einiges arbeiten, ich muss den Blog schneiden. Für meine Agentur muss ich was arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist.
Und dann gehen wir vielleicht nochmal vor. Vielleicht. Kein Nachtisch? Den gibt's auf jeden Fall. Leute, guck mal, eine Babykatze. Oh. Oh, sie ist süß. Warte, ich nehme die mit. Oh, die ist voll süß. Können wir die mit nach Deutschland nehmen? Oha, der nimmt sie einfach. Ja. Oh, warte, ich will auch noch einen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe gerade geduscht und jetzt sitze ich hier an meinem Laptop und ich bin gerade dabei, den letzten Vlog zu schneiden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen, beziehungsweise vielleicht habt ihr den Vlog schon gesehen, denn der ist schon vor 2 Tagen rausgekommen. Das ist der Vlog, wo wir mit den Elefanten unterwegs waren. War ein echt richtig cooler Tag, also schaut euch den Tag auf jeden Fall an. Und vor allem schaut euch die Stelle an, wo der Simon vom Elefanten angegriffen wurde. Das ist meine Lieblingsstelle aus dem Vlog, das war sehr witzig. Aber jetzt werde ich erstmal arbeiten, vielleicht werde ich mich später nochmal melden. So Freunde, mein Vlog ist endlich fertig, ich habe ihn gerade hochgeladen. Wie gesagt, schaut euch das Elefantenvideo gerne an, das ist echt sehr witzig. Und ich gehe jetzt ins Bett, ich bin todmüde und morgen früh stehen wir auf und wir gehen tatsächlich ins Fitnessstudio. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr morgen alle wieder dabei seid. Und in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.